Oh, grüß euch. Ich glaube, ich brauche mich nicht vorstellen. Ich bin der Austervorredner, die darf ich jetzt ein bisschen durch die Landesausstellung im Stift Schlierbach führen. Jetzt wird sie es fragen, Herr Austervorred, was hat der eigentlich mit dem Ganzen zu tun? Ja, auf der einen Seite komme ich selber aus der Gegend, habe also quasi ein gewisses Nähegefühl. Auf der anderen Seite natürlich interessiert mich das Thema, weil da geht es ja ums Essen. Und ich selber bin auch, muss ich ganz ehrlich zugeben, ein Mensch, der regelmäßig isst eigentlich. Also der Schlierbacher Gast ist ja wirklich österreichweit bekannt. Wo war ich denn da einmal? Irgendwo ein bisschen auswärtig. Ne? So, haben sie mich gefragt, von wo kommst du her? Ne? Bezirk Kirchdorf, wo ist Kirchdorf? Man sagt, kennst du Schlierbach? Nein, Schlierbach kennt man. Wir haben ja eine Marktforschung einmal gemacht und da kam immer wieder die Antwort, ja, wenn ein Produkt aus einem Klosterbetrieb kommt, dann erwarten wir auch, dass es höchste Qualität ist. Also mein Kaiser, also da mit der Schaukäserei, da haben schon ein Bauer geschossen, also, Stift. Also, wenn du da schaust, da am Tag zwischen 7 und 10 Autobus da sind, für so ein Dorf im Endeffekt, was wir sind. Naja, das ist natürlich ein bisschen provokant, wenn man sagt, Qualität ist uns heilig. Da ärgern sich viele Menschen darüber, weil nur Gott heilig sein kann. Aber heilig meint etwas Herausgenommenes, etwas Höhergestelltes. Wir wollten damit einfach nur zum Ausdruck bringen, Qualität ist uns bei der Produktion von Käse einfach das Wichtigste. Natürlich, die Zisterzienser sind ja reformierte Benediktiner, müsste man genau genommen sagen. Im 12. Jahrhundert, der Bernhard von Clairvaux, unter seiner Führung ist dann der Orden nahezu explodiert über ganz Europa. Und die Zisterzienserklöster, die wurden alle in Talabschlüsse, nahezu in den Urwald damals hineingebaut. Und man hat dann mit der Bevölkerung dort begonnen, die Landwirtschaft zu forcieren. Die Leinbrüder, der Bruder Hubert, da haben sie geschaut, wie es dort wächst. Was man nicht alles am Flummer findet. Und das war so der Anfang da von der Käserei, da haben sie nicht viel gehabt. Das ist der Bruder Leonhard, der was in Kass erfunden hat praktisch. Ja. Weil der heilige Bernhard dann auch wollte, dass die Mönche von ihrer eigenen Arbeit leben. Da hat jeder seinen Spaten gehabt. Sagen wir zum Beispiel da der Bruder Hubert, der war im Stall. Wenn zu einem Kälbchen war oder irgendwas, das, dann haben sie da auch in der Umgebung geholt. Da, die Kühe haben ihn schon begrüßt, wenn er mit dem Bäckerzieher gegangen ist. Da. Maxl ist auch dabei heute. Was? Der Maxl ist auch dabei. Und ein Pferd. Jetzt kommen wir uns zur Begrüßung. Der Sterndl, komm her, die Glockenkuh. Das ist die Chefin. Ja. Also da sind sie immer wieder ganz vorne dabei, auch die Bauern. Es geht sogar so weit, dass man sagt, das ist da eine Keimzelle des Bio-Gedankens. Also da waren schon so ein paar von den ersten da, die was halt da wirklich da ein paar gemacht haben und gesagt haben, so, wir müssen jetzt uns das Geld sparen für Spritzmittel, wir lassen es einfach so wachsen und verkaufen es den Leuten alles Bio. Also ich bin einmal ein Gegner von dieser extremen agrarindustriellen Entwicklung in Richtung Massentierhaltung und alles eben das Große. Also können wahrscheinlich am billigsten produzieren, wenn der Konsument so will, dann kriegt das. Die zweite Linie wären die Biobauern. Das ist meine Meinung, dass das die eigentliche Landwirtschaft werden sollte. Und wenn man das selber vermarktet, gibt es also einen gewissen Markt dafür. Aber es reicht noch nicht aus, für was gerade wir für Bauern. Da haben wir einmal 10% in Österreich. Ich glaube, dass sozusagen die Schere immer weiter auseinander geht und dass das dann schon einmal ein Thema wird. Wohin soll die Landwirtschaft überhaupt gehen? Und da bin ich schon überzeugt, dass einfach Biobauer, Biobäuerin sein, eine biologische Landwirtschaft zu betreiben, echte
Alternative ist. Und ich kann von uns daheim sagen oder von mir, dass das wirklich auch die tägliche Motivation ist, dass ich weiß, ich tue da das Richtige. Man kann das nicht jetzt sozusagen übers Knie brechen, weil wir brauchen immer unsere Partner dazu. Die ganze Gesellschaft, die Konsumenten, den Handel, die Verarbeiter. Das geht nicht in einer Revolution, aber es geht schrittweise. Und das ist ja auch das Schöne, dass immer mehr Leute ja auch das wollen. Da war, glaube ich, auch der erste Biomarkt von Oberösterreich oder von sonst irgendwo, aber schau halt von weit mächtig. Wir machen das jetzt 20 Jahre, dass wir jeden Samstag am Bauernmarkt in Schlierbach an unser Brot- und Milchprodukte sowie Topfen auch verkaufen da, ja. Die ganze Einstellung ist mit Nachhaltigkeit, damit wir es auch unseren Kindern weiter mit ruhigem Gewissen weitergeben können, die Landwirtschaft. Und nicht alles den Boden ausnützen, sondern den Boden aufbauen, damit alle Nachkommen dann weiter wirtschaften können. Ja. Ich habe da profitiert durch den Zukunftsforscher Hans Millendorfer, der gesagt hat, ihr im ländlichen Raum seid nicht die Letzten von gestern, sondern die Ersten von morgen. Das heißt, es wird einmal eine Zeit kommen, wo wir drauf kommen, dass das Zentralistische der falsche Weg ist. Es muss was geben, auch nicht, was zentral gescheit ist. Aber nicht, dass ich was zentral mache, was örtlich gescheiter war. Wir müssen also die regionale Wirtschaft wieder stärken, das nutzt einmal nichts. Siehst du das eh? Die großen Sachen brechen zum Teil zusammen und die kleinen müssen wieder aktiviert werden. Der gute Nachbar wirbt für dich, ist ein altes Sprichwort. Wenn du sagst, den darf es nicht geben, den darf es nicht geben, dass ich alleine überbleibe, dann geht es immer runter. Du musst schauen, dass die Nachbarn auch gut geht. Weil wenn hättest du dann zum Kai beziehen und wenn hättest du dann zum Kartenspielen? K und K. Kai wie ein Karten. Da haben sie mit Karten gespielt, das war auch oben im Stift selber. Ja, die haben es gemütlich gemacht, die sind also nicht rausgekommen. Das ist ja nicht zum Glauben. Wir spielen nicht um Geld. Nein, wir spielen nicht. Wir spielen nur um Häuser. Wir reichen nur so. Sonst kann sich sogar so ein armer Mensch viel leisten. Statt dass ich Meditationskurse gebe ich einen Kartenspielkurse, weil ich so Kartenspiel, das ist ja, wie heißt das? Das Gebetbuch des Teufels. 25, 26. 6 mal 5 ist 31. Komm, 5 ist 36. Marx ist der Kaiser. Aber das ist ihn. Beim Spielen kann man nichts erzwingen. Und dadurch lernt man gelassen. Der Doktor spielt. Hat mich schon. So ist das Leben, Max. Max, so ist das Leben. So ist das Leben. Opa, Mittagessen! Da haben wir noch beten. Erde, die uns dies gebracht, Sonne, die es reif gemacht, liebe Sonne, liebe Erde, euer nie vergessen werde. Mahlzeit, guten Appetit. Ich sing da ein Marienlied, das, was ich ganz gern habe. Wenn du mir lächelst, fürcht ich kein Unheil. Alles ist heiter, alles ist gut. Höre mein Flehen, neige dein Antlitz, gib meine Herrin Frieden und Heil. Ich freue mich, wenn ich sowas sehe. Ich singe gern und sehr gern singen die Leute. So was Hübsches. Überall Geschirr, Glas, Schmuck, Bücher vor allem so viele.
das Geld, was wir dann kriegen, da dann wir Backe schicken und Lebensmittel kaufen, nicht? Für Afrika, für die Schwester Bertolle. Ja, das ist lieb, das würde ich mal sagen. Ein bisschen bessere Ware, ich weiß auch nicht. Das ist alles Stiftsgang, was man da unten sieht, die Gassenwiesner. Das ist Landwirtschaftsschule da unten. Es ist die zweite Landwirtschaftsschule in Oberösterreich, die dann 1921 gegründet worden ist, begonnen worden ist hier im Stift. Da war ja schon der Abt Wiesinger und Abt Wiesinger war sicher ein sehr offener Mensch für gerade für Bildung und es wurde ja dann 1925 auch das Gymnasium gegründet und er wollte immer, dass die jungen Burschen aus der Landbevölkerung und aus der Arbeiterschaft Möglichkeiten bekommen für Weiterbildung. Apropos Bildungsgemeinde, das ist ja ganz interessant. Da gibt es ja da in Schlierbach das sogenannte Späßhaus. Da haben sie da immer wieder die ganz die interessantesten Kurse, wo es da sind. Da sind Koryphäen eigentlich aus der ganzen Welt, kommen da her. Und das ist für so ein Kaff, sag ich jetzt einmal provokativ, wie Schlierbach natürlich schon eigentlich eine ganz große Sache. Ich glaube, dass überall dort, wo Dinge entstehen, die wirklich Veränderung bewirken, geistige Wurzel da ist. Es muss eine geistige Wurzel da sein, weil sonst das, was gebaut ist, was wieder verkommt, was keine Spuren hinterlässt. Im Falle von Späß war es eigentlich so, dass Menschen, die aus allen möglichen Bereichen der Gesellschaft gekommen sind, ob das aus Unternehmen, aus der Landwirtschaft sehr stark, aus den Lehrberufen, Menschen, die also im spirituellen Bereich waren, eine tiefe Sehnsucht gespürt haben, etwas nicht nur zu reden, sondern etwas zu verändern. Wir sind sogenannte Bildungseinrichtung, die auch dezentral wirkt. Wir müssen dann zu den Menschen kommen. Wenn wir über die Menschen, mit den Menschen was bewegen wollen, müssen wir hingehen. Gemeinsam einen Weg für die Gemeinde, für die einzelne Gemeinde, für die eigene Gemeinde, für die Region, einen Weg miteinander auszureden, was ist der zukunftsfähige Weg für unsere Gemeinde. Welche Ziele setzen wir sich? Welche Visionen haben wir denn drinnen? Wo sowas wie eine Aufbruchstimmung spürbar ist, wo man merkt, da sind Menschen, die bewegt was, die bewegen was, aber die sind auch bewegt, da kommen wieder ein ganz bestimmtes Wort von neuen Menschen dazu. Und so hat sich das eigentlich auch entwickelt. Im Prinzip aus dieser Sehnsucht, aktiv etwas beitragen zu wollen, ob das in Landwirtschaft oder Wirtschaft oder in den Familien ist, einfach auch nicht nur zu jammern, sondern einfach zu schauen, wie kann man ganz konkrete Lösungen finden. Wir wünschen dir allen von Herzen schon heute gesegnete Ostern, viel Frieden und Freude. Der Mythos heißt ja so, dass die Glocke quasi nach Rom fliegen, also zum Papst hin. Jetzt machen sie es ja so, dass stattdessen die Ministranten ausschwärmen, mit so Holz, Ratschen halt. Und dann macht es halt diesen knarrenden, eigentlich relativ unangenehmen Sound, der aber traditionell irgendwie als lästig empfunden wird. Ein frohes Grüß Gott, ja, das sagen wir euch. Und kommen mit unseren Ratschen zugleich. Wir wollen euch künden, das Fest ist schon nah, an dem uns und allen Erlösung geschah. Drum wünschen wir allen von Herzen schon heut gesegnete Ostern, viel Frieden und Freude. Leider ist die Situation in Simbabwe noch immer sehr traurig. 80% der Bevölkerung sind am Hungern. Eure dankbare und für euch betende Schwester Bertolle. Gehen wir quasi mal rein in die Landesausstellung, das was man sieht. Da stehen schon die Leute, aber wir dürfen natürlich durch, wenn der Austerfeld kommt. Wir Menschen mit unserer Arroganz, wir glauben oft, so ein Viech,
das ist nur Ficht, das hat keine Feinheiten und so weiter. Aber da in der Landesausstellung, da sagen wir, dass das anders ist. Weil so eine Ficht, das hat durchaus einen langen Braten, ein Beiritt, Ritthüffel, da was das alles hat, eine Nuss, ein Hüftschwanz, eine Fledermaus, noch nie gehört. Also eine Fledermaus, das darf halt ganz was gut sein. Ich weiß nicht, muss ich mir mal einen Schnitzel bracken lassen. Wir sind da mitten in Schlierbach im Gasthaus Schröcker. Und die warten jetzt natürlich schon, dass die Leute aus der Kirche kommen. Da werden schon die Schnitzel hergekriegt. Da sieht man schon, das ist palettenweise eigentlich. Da geht halt was weiter. Jetzt habt ihr die Fleischhockerei auch gleich im Haus. Genau. Selber. Das hat sich quasi jetzt nicht versichert. Das ist ja wegen des Schlierbacher Motto, gell? Nachversorgung und so weiter. Da ist alles beieinander. Na, eigentlich reden wir jeden Sonntag gescheiter. Wenn die Ideen, was da geboren werden, in die Regierung reinkommen, dann haben wir eine gescheite Politik. Wir wissen, wie es geht. Aber uns fragt er nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt in Paris, den Louvre. Wird es nicht kennen, wurscht. Da hängt ja die Mona Lisa, da schaut es genauso aus wie da bei den Bierplatteln. Das ist der Raum, der die Menschen am meisten interessiert in der Landesausstellung, weil zum Bier, da hat auch jeder eine Beziehung. In den nächsten 30 Jahren Landwirtschaft eine derartige Zukunft. Weltweit wird die Ernährungskrise eine so totale. Es ist schade um jeden Bauern, der was aufhört. Die Großen haben sie durchgesetzt. Die ganz Großen haben sie durchgesetzt. So wie in der Geldwirtschaft. Jetzt haben wir einen Salat in der Geldwirtschaft. Es kommt aber runter. Jetzt macht es sich schon bemerkbar, arbeitsmarktmäßig, dass also regional nicht mehr so viel, weil die Bauern nicht mehr so viel investieren können. Oder aufhören. Und scheinbar muss das zuerst einmal kommen, dass wir draufkommen. Ich weiß auch nicht, wie lange das braucht. Dass wir zur Vernunft kommen. Da im neu angelegten Konventgarten kann man ein bisschen ausprobieren. Die Kreolen, der Kokosdömian und die Hopfenblüte. Wo ist die Hopfenblüte? Rausch kriegst du auch keinen Zahn. Das erste Mal ist so, dass der Genießer weiß, wann es genug ist. Und viele Menschen überschreiten dann oft die Grenze. Das sieht man oft in ihrer Körperfülle. Da der Herr, hat auch viel gegessen, aber war offensichtlich auch stolz drauf, weil fotografieren haben sie noch nicht können, er hätte sich ja viel schmaler malen lassen können. Aber er hat gesagt, nein, er ist so, das will er so haben. Und passt auch, muss eh passen. Wenn er sich wohlfühlt, sowieso. Und vieles kommt ja gerade aus dem Mönchstum. Nicht? Die Bierbrauerei zum Beispiel ist unter den Mönchen sehr verbreitet gewesen. Oder das der Weihnachtsbock oder das Fastenbier und so weiter. Das hat man in den Klosterbrauereien entwickelt. Natürlich, weil man dort die Vorschrift hatte, strenger zu fasten. Und dann hat man sich, haben halt die Braumeister dann ein stärkeres Bier gebraut. Warum soll das Sünde sein? Es geht wirklich immer nur um die Menge, die ich zu mir nehme. Früher haben sich die Leute nur noch mit dem Essen nach der Kirche gekriegt. Das am Montag war ein Restlessentag vom Sonntag oder halt so eine Nudel mit irgendwas schnell dazu, Mittwoch eine Mehlspeise, Freitag auch wieder ein wenig weniger. Sonntag ist dann der Feiertag, da ist dann groß aufgebucht. Wenn man sich die alten Fastenbücher anschaut, stellt es an die Haare auf, weil, naja, das kannst du heute nicht mehr finanzieren. Schnecken, Froschleckern. Es sind sechs verschiedene Suppen. Die Frauen tun sie da zusammen und kochen mit Leib und Seele. Mit diesen Spenden wird einer bedürftigen Familie in Schlierbach geholfen. Ich glaube, dass diese Herausforderung einmal ganz bewusst auf Not in der Nähe zu schauen, die sich die Frauen da gestellt haben, dass das eine ganz gute Geschichte ist. Es gibt einen Spruch, der heißt, das Böse beginnt mit der Übertreibung des Guten. Das heißt, es ist eine sehr fließende Grenze. Durch das Fasten des Leibes unterdrückst du die Sünde, erhebst du den Geist, spendest Tugend, Kraft und Lohn. Über das Fasten kannst du wieder zurückkommen, nicht nur zur körperlichen, sondern auch zur seelischen Entspannung und geistigen Entspannung. Ne? Man findet viel schneller zu Gott und zum Mitmenschen. Was fehlt uns? Wir haben keine Not.
Aber so viel Armut und Not herrscht woanders. Und wie weit bewegt uns das? Das war damals eigentlich ein Schönheitssymbol. Das war ein Supermodel zu der Zeit. Wenn du heute im Fernsehen anschaust, wenn sie wieder so ein Supermodel suchen, dann sind die spindeldürr. Und natürlich ist das überhaupt nicht gesund. Und gefallen tut es mir persönlich auch nicht. Also die Wahrheit liegt immer ein bisschen in der Mitte. Zu wenig und zu viel ist nur ein zu nicht. So sage ich immer. Ich würde so sagen, die Grenze zeigt uns der eigene Körper an. Was tut meinem Körper, was tut meiner Seele gut? Momentan will man dann x Kilo wieder abnehmen und dann fällt man halt einfach wieder in den Schlender rein und vergisst und dann gehen eben die Kilo wieder auf. Das Genießen ist nicht verboten, das Genießen ist auch keine Sünde, sondern ist eine Aufgabe. Das hängt auch damit zusammen, dass man die richtige Wertschätzung den Produkten, die uns die Schöpfung schenkt, gegenüberbringt. Man sollte sich vielleicht das ganze Jahr ein bisschen ein Mittelmaß finden. Ne? Eine Bewegung machen, das ist sehr wichtig, weil es einfach zur Stärkung von der Muskulatur dient. Ne? Und wenn ich zu Hause jeden Tag in der Früh 20 Minuten auf der Matte Übungen mache, da habe ich mein Programm. Nicht jeden Tag gleich natürlich, aber das habe ich auch im Fitnessstudio zum Teil gelernt. Und als Schlierbacher gehe ich halt zu den Schlierbacherbetrieben und es gab halt genug andere Fitnessstudios auch, aber nachdem wir in Schlierbachern haben, machen wir das. Ich liebe die Pro-Nahversorgung, sagen wir mal so. Überall, wo mein Logo ist, hat es irgendwas mit der Region zu tun. Zum Beispiel, das sind wieder Öpfchen aus der Region. Aus Bad Heu kriegen wir die und haben einen Bauern, der liefert uns das einmal in der Woche. Und das ist zum Beispiel beim Obstfang schauen, dass wir Regionalsachen kaufen können. Bio-Äpfel aus Argentinien ist für mich nicht Bio. Also für mich steht in erster Linie Regionalität und dann kommt Bio. Wenn es natürlich beides ist, dann ist es perfekt. Heutzutage haben wir die Leute eigentlich sehr, sehr viel Zeit und fahren, es ist wurscht, was der Sprit kostet, weil sie fahren sowieso weg, die Leute. Ich muss dann schauen, dass es, warum sollen sie zu mir kommen? Wegen der regionalen Sachen. Das Schlierbacher Stift ist nicht nur ein Nahversorger, was jetzt Religion und Käse betrifft, sondern die haben machen sogar Eigenversorgung, was die Glasfenster, die berühmten Glasfenster in der katholischen Kirche betrifft. Wenn man da nämlich aufschaut, sieht man da diese schönen Arbeiten. Bei einer Rockshow ist einmal das Visual ganz wichtig, dass sich auch optisch was tut, was das Volk quasi ein bisschen innerlich munter halten soll während der Predigt, weil es ist schon oft Vater. Ich der unsere Sünde. Die Schwester Bertholde Polterauer ist seit 1961 in Simbabwe tätig als Missionsschwester. Sie könnte hier nicht bleiben, weil sie hier den Wohlstand sieht und ständig in ihren Augen und ihrer Fantasie die Armut vor sich hat. Es sind wie zwei Welten, mit denen ich innerlich kämpfe. Und wie das erste Mal mit meiner Schwägerin zu Spabi nach Kirchdorf, nach einer Woche, wie ich da war, dann habe ich gesagt, ich gehe hinaus, ich kann es nicht aushalten. Diese Mengen von Brot und Käse und alles, das hatte ich wart draußen, weil ich es einfach nicht verkaufen kann. Ne? Ja.
Und ich genieße alles. Ich freue mich über ihre Wahrheit. Das habe ich schon lange gesehen. Oder das habe ich schon lange gehabt. Oder sowas. Man kann sich richtig freuen darüber. Aber das ist sicher, dass ich mein ganzes Leben noch nie so vom Herzen das Vaterunser gebetet habe. Die Bitte, gib uns heute unser tägliches Brot. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Am Abend hat manchmal gesagt, am Morgen habe ich wirklich nichts zum Kochen, habe nichts mehr. Und es war das Wunderbare. Am nächsten Tag bin ich zur Post gegangen, finde ich einen Zettel, 5 Pakete von Pater Berthold. Marmelade und dann ist Mehl und Zucker. Das sind 24 Jahre. Verschicke ich jetzt Pakete. Ja, in der Woche möchte ich ungefähr 2 Pakete immer schicken. Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Heimgegangen mit Freude, gesagt, es geht wieder weiter. Die haben uns schon oft gerettet, muss ich sagen. Ich meine, die Pakete von Pater Berthold, der sie immer schickt, ist eine große Hilfe, muss ich schon sagen. Aber ist halt fast alles, kann man sagen, ein Tropfen am heißen Stein. Nicht? Stirbacher Katz und ein Bauernbrot, die königliche Jausen. Da sieht man jetzt den in den Reifungsköller, da quasi kriegt der Schlierbacher Käse seinen unvergleichlichen Geschmack. Ist natürlich hermetisch abgeriegelt, das ist klar, sonst kannst du keine Leute reinlassen. Das ist das Original, das ist der Schlierbacher Käse, aus dem, eigentlich aus den 24er Jahren. Und damals in die schlechten 20er Jahren waren im Kloster viel Leute. Hängt immer auch damit zusammen, wenn du im Kloster bist, hast du keine Existenz zu haben. Ne? Und das Kloster hat klarerweise die Leute auch verpflegen müssen. Und der heutige Schlierbacher war dort und der Hauskäse. Die Festigkeit ist eine ganz wichtige Geschichte. Da muss man riechen. Sie nennen ihn auch den kleinen Stecker und der was ihn mag oder der was auf so steht, für das ist er halt ideal. Das sind diese Reifekulturen, die an der Käseoberfläche Eiweiß abbauen, Fett abbauen und dabei entstehen Stoffwechselprodukte, die in die Nase gehen. Also ein Käse, der nicht riecht und der keinen Charakter hat, das ist kein Käse. Das gehört einfach zum Produkt. Ist das von Schlierbacher Käse? Ja. So, das ist. Da denkst du, in der Zucken verliert er sofort seinen Schrecken, eigentlich, muss ich sagen. Schade, dass wir kein Geruchsfernsehen haben, weil sonst könnte ich euch jetzt zeigen, dass das gar nicht riecht. So, haben wir da. Ein Schlierbacher haben wir schon. Das ist der goldene Schlierbacher, der fettere. Wir arbeiten nur mit den fetten Sachen. Und dann haben wir es ganz komplizierte Fritteuse rein, ganz heiß fett, weil das gleich eine Krustenbildung ist, weil sonst brennt er unweigerlich aus. Und es stinkt da die ganze Kuchen dann so. Da können Sie daheim, wenn Sie es privat machen, dann 2 Tage lüften. Man sieht schon, wie er ein Glaserl schlägt. Und jetzt braucht er sich nicht mehr spülen. Da kann ich ihn so eventuell ein bisschen nachbauen, damit er innen der Kern weich wird. Das ist ganz wichtig. Schauen wir uns ihn an, ob er passt. Ja? Wahnsinn, es riecht immer noch gleich. Ja? Diese Mischung aus Käse, alte Schuhe und ein bisschen nach Butter. Nach Mönch. Was genau riecht nach Mönch, weiß ich nicht, aber das ist irgendwie dabei. Ich glaube, die Nähe zur Käserei, die Nähe zum geistlichen Leben der Mönche und die Nähe zum kleinen, eigentlich sehr freundlichen Ort hat der Schule ein gewisses Wohlbehütetsein gegeben. Man kennt den Wirt im Stiftskeller, man kennt die Verkäuferin in der Käserei. Die werden Teil von deinem Leben. Die verkaufen dir nicht nur Essen. Die vermitteln immer was und du vermittelst auch immer was. Das heißt, wir sind alle eingebunden in ein großes Gespräch in Schlierbach.
Pater Martin, Nadja Christi. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es ein kleiner Ort war, mit einer kleinen Gemeinschaft, aber man doch sehr große Themen diskutiert hat. Ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise ist die Angst vor der Welt genommen worden in Schlierbach. Essen ist ein Symbol für mich als ein wichtiges Kulturgut und die Tatsache, dass man, wenn es ums Essen geht, keinen Rassismus haben, die Tatsache, dass wenn es ums Essen geht, wir versuchen ständig Sachen zu mischen, ist eigentlich der beste Beweis dafür, dass Kulturen nicht monolithische Blöcke sind, sondern Kulturen per Definition sind etwas Vermischtes. Also Essen ist was sehr, sehr Soziales. Und während des Essens ist die beste Zeit, wo man gute Gespräche haben kann, ruhige Gespräche haben kann. Es ist nichts, wenn man sich streitet beim Essen. Dann schmeckt das Essen nicht gut, verdaut man nicht gut und ist eigentlich der ganze Zweck und die Absicht von einem guten gemeinsamen Essen dahin. Also wenn ich mal von der Schule ausgehe, leben wir hier also in einem völlig heterogenen kirchlichen Bereich. Das heißt, die Beziehung zur Kirche unserer Schülerinnen und Schüler ist sehr unterschiedlich. Also das geht von durchaus eng bis völlig distanziert. Martin! Ich bin verpflichtet, stets den Glauben der Christen zu bekennen und ein Leben nach dem Tod zu führen. Und nach was soll der Christ leben? Denkt es einmal dran. Das ist da wichtig für uns. Das ist da wichtig für uns. Raphael. Die Bibel. Und ich glaube auch nicht, dass wir diese Grundausrichtung grundsätzlich verändern können. Das glaube ich nicht. In dieser Situation kommt dem Religiösen, das wir in der Schule ja tun, hohe Bedeutung zu. Ich entsage den Bösen und will die Sünde melden. In der Taufe empfange ich das neue Leben. Ja, gesehen, Kinder, Taufe ist so der Start in ein Leben mit Gott, der Start in ein Leben mit Jesus. Kann das alles sein, was man in der Welt draußen bekommt, ob das jetzt Genüsse sind in der Firma, viel Geld oder ob das jetzt ist, viel Essen oder Alkohol und so. Und da habe ich dann eben meinen Schritt gemacht, wo ich gesagt habe, liebe Gott, auch du sollst 50% Chance haben, dass ich eben dir nachfolge und 50% eben, dass ich eine Ehe eingehe. Und da hat er angebissen dann, der liebe Gott. Früher war das Gymnasium rein nur dazu da, für Nachwuchs. Aber in der letzteren Zeit, wo es uns so gut geht, kommt niemand mehr. 1989 ist der letzte Maturant eingetreten hier, 1989. Ich bin sehr froh, dass es jemanden gibt, der mit 22 Jahren jetzt hier Novize ist. Was würdest du machen, damit die anderen nachfolgen? Indem ich zum Beispiel die Früchte des Heiligen Geistes besitze, Liebe, Freude, Friede, das soll natürlich auch nach außen hin erkennbar und irgendwie wahrnehmbar auch sein. Man soll ja ansteckend sein. Und natürlich dann, der Benedikt sagt ja, erst sprechen, wenn Werke nicht mehr wirken. Ich bin überzeugt, dass wir in der Kirche die Kompetenzen in der Lebensgestaltung wieder zurückgewinnen müssen. Die Kirche hat die lange Zeit gehabt und völlig verloren. Und hier gibt es in der Tradition der Kirche einen sehr großen Schatz, den wir wieder heben müssten. Ich sehe dafür durchaus Anzeichen. Ich sehe aber natürlich auch, dass die momentane Situation der Seelsorgernot einfach dominiert. Ich kann mich erinnern, wie ich damals angefangen habe. Das war in 73er Jahren im Stift. Da waren 17, 18 Leibbrüder waren da. So viel. Ja, Nachwuchs ist schwierig. Die Pfarrer sind in der kleinen Gemeinde sehr wichtig für den Zusammenhalt der Menschen. Und wenn das weggefällt, dann ist das natürlich auch schon, also jetzt aus nicht-religiösen Gründen, aber einfach halt traurig von so einer Dorfstruktur her, nicht?
die Postämter spielen sie alle zu, die Trotteln. Na dann, super, was soll ich dann noch sehen? Und ich bin viel in der Kirche. Und das muss ich nicht nur einige hören am Sonntag. Mir kommt das meistens vor, als wie eine Modeschau. Da wird umeinander geht. Hey, was kostet denn das? Oder so, so. Schau, was hat die an, oder? Ja, sagen wir uns ganz ehrlich, es ist nichts anderes nicht. Es sind natürlich die Leute ganz aufgeregt, weil so ein Star sind sie nicht gewohnt, das sehen. Für mich, wenn sie aus der Kirche rauskommen, halt das Ding, sie jetzt steht da raus drauf. Halt. Fotoarbeit habe ich eigentlich immer zwei, drei mit. Im Auto, ja. Weil du weißt ja nicht, wo es da runterkommt. Jetzt kommt sicher gleich wer wegen Autogramme. Das ist halbwegs so, normalerweise. Also, wenn wir. Das sind ältere Semester teilweise, die kennen keinen Ausdruck, halt, die wollen kein Autogramm. Aber wenn jüngere Leute noch in die Kirche gegangen, aber sie gehen ja nicht mehr, weil das ist ja, die katholische Kirche verliert langsam schon ihren Griff. Die Kirche hat sehr viel an Autorität verloren auch. Die Amtskirche hat sehr viel an Autorität verloren. Ich traue mir immer zu behaupten, die Kirche müsste einiges lernen, auch aus dem Management von der Wirtschaft. Es spricht ja nicht gegen einen Glauben und gegen gewisse Gutheit, dass man gute Geschäftsästhetik bewahrt und sind einfach gute Geschäftsleute, die Stiftsleute. Wenn sie die nicht so bemühen hätten, waren wir eigentlich ein bisschen kleiner benannt, in Schleibach, muss ich schon sagen. Ist Brötchengeber für viele. Mehr auf die Leute zugehen. Wenn ich als Unternehmer nicht auf die Leute zugehe, nicht auf meine Kunden zugehe und immer nur von oben herab schaue und diktiere, dann werde ich kein Geschäft mehr haben. Schauen Sie in die Kirche heute, oder? Nein, ich komme von der Kirche. Ach so. Und was machen Sie beruflich? Musiker. Ach so. Ja, das ist von dem her, darum habe ich ja das. Das ist ja quasi meine Auftrittskleidung. Das ist ach so, wie man denkt, Spitzenkoch. Wir haben den Spitzenkoch. Ja, auch als Spitzenesser. Ah, da drüben. Sehr gut, das ist das Genusszentrum. Nicht der Anstieg ist ein bisschen schwierig. Bleiben schon die Ersten auf der Strecke. Wir schauen uns jetzt, dass wir uns das traditionelle Bschort-Bänkerl kaufen. Ja, Bschort-Bänkerl ist eben so ein Paket für die Jause. Da sind einfach lauter regionale Sachen drinnen, was man eben zum Jausen, zum Wandern braucht. Das ist quasi das sind die Rohprodukte, quasi der Rohstoff für den Käse. Ne? Wer kann ran nicht hat, der kann kein Rieren. Wer kann Häusl hat, braucht keine Tier. Wer kann Händ nicht hat, der braucht keinen Klon. Wer nicht gesungen wird, der braucht nichts an. Wer kann Sensen hat, der kann nicht machen. Wer nicht tanzen geht, braucht sie nicht dran. Wer kann Griffe hat, der kann nicht schreien. Wer viel saufen tut, man sieht, der schweigt. Der fährt zu den Bauern, der Milchtankwagen. Sagt die Bauern aus, weil, kann man eigentlich so sagen, weil der Milchpreis ist ja völlig am Boden, also die kriegen ja nicht viel dafür. In der Milchwirtschaft haben zurzeit alle ein Problem. Das haben die Bauern ein Problem und das haben die Verarbeitungsbetriebe ein Problem. Es wäre gut, wenn der Milchpreis wieder steigert, dass die Bauern wieder wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Und wenn der Absatz steigt, dann sind die Betriebe auch wieder dabei. Ne? Wenn man über Lebensmittel redet, dann sollte man über Wertigkeiten reden. Und diese Wertigkeiten stimmen also, was Milch anbelangt, für meine Begriffe bei Weiden nicht mehr. Und er saugt die Bauern aus und dann schüttet er sie nicht oder in die Dings, in die Molkerei und die machen dann einen Käse. Der kommt dann da ins Bänkel rein und das kostet dann 40 Euro. Das ist dann die Wirtschaft. Es hören jedes Jahr allein in Oberösterreich 300, 400 Bauern allein in Oberösterreich hören auf. Aber die anderen machen umso mehr. Das heißt, es verlagert sich eindeutig von viel kleine zu ein paar große. Und ich finde, dass das einfach keine gute Entwicklung ist. Also ich glaube, dass da die Politik in einem hohen Maße aufgerufen ist, auch auf die Kleinen zu schauen. Und da habe ich in Brüssel im Moment nicht unbedingt das Gefühl, dass dieser Schritt gegangen wird. Hier sieht man schon, es ist der Erlebniswanderweg Schlierbach. Da lässt sich einiges erleben. Aber es sieht man schon, der Austerfeld, wie fit das ist, das schafft der Überholspur. So. Grüß Gott. Grüß Gott. So, da.
Da sieht man einmal genau von vorne jetzt einmal dieses Spessbildungshaus. Und da gab es auch zu meiner Studienzeit wirklich übertriebene Konzepte, dass der Mensch zu perfektionieren ist durch genetische Engineering, dass unser ganzes Leben bestimmt wird durch die Gene. Und es hat lange gedauert, bis die Wissenschaft selbst entdeckt hat, dass es nicht die genetische Information an sich, was in unseren Genen gespeichert ist, welche Gene an- oder ausgeschaltet sind. Und das nennt man Epigenetik, wo wir wissen, dass unser Lebensstil, sogar unser Glauben beeinflusst unsere genetische Entfaltung. Bewegung, sich kräftig recken und strecken, aktiviert Körper und Geist. Wie ich mich verhalte heute, beeinflusst meine genetische Entfaltung für morgen, ob ich dann sehr schnell alt werde, welche Krankheiten ich bekomme, wird beeinflusst, wie ich mich ernähre, wie ich mich betätige heute. Eine Minute Lachen wirkt so gut für den Körper wie 7 Minuten Laufen. Ja, passt. Sehr gut. Durch Gesellschaftsänderung, durch dann Lebensmitteländerung, wir machen andere Menschen. Und wir haben das jetzt, das Wissen, selber zu entscheiden, wie soll unsere Zukunft ausschauen. Und dann von Spes geht die Straßen auf durch den Wald zum Zeisau. Das ist die Außenstation. Hat früher zum Kloster Schlierbach gehört. Die Außenstation besteht schon seit den 52er Jahren. Seither ist es halt irgendwie größer geworden. Früher war es einfacher und auch leichter, die Gäste zu befriedigen nach dem Krieg. Es waren ja andere Zeiten. Nicht? Da hat man Fetzfleisch auch noch mehr. Ja, und die haben da mehr Zeit gehabt zum Warten oder was. Heute ist alles so hektisch. Kaum da sitzen, haben sie schon Hunger und möchten schon alles haben. Dann hat es in Schlierbach fast keine Wirtshäuser gegeben. Nur 2, 3 eigentlich. Und jetzt sind so viel. Nur wer uns kennt, kommt trotzdem zu uns. Das ist schon, da geht schon von der Oberschlöbach an, oberhalb dann. Das ist die Kavalienkapelle. So, jetzt sind wir da schon am Ende von unserem Rundgang angelangt. Ich hoffe, es war auch für euch innovativ, von wegen der Nahrungsmittelproduktion. Gerade auch in der heutigen Zeit, der Globalisierung, was da wieder für Lösungsmöglichkeiten gibt, auch im quasi regionalen Bereich. Jetzt sind wir da noch einmal Gachhausen. Jetzt schauen wir mal, ob das auch was taugt. Ganz interessant, das Stift Schlierbach. Es gibt da sehr innovative Leute. Sie haben es ganz stark mit dem Glauben. Von dem her war das eine ganz interessante Erfahrung. Jetzt kann ich mich noch entscheiden, nehme ich den Obstwein, den Schnaps oder das Bienenkrakau. Ich sage gerade, wir nehmen den Schnaps. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ah, da brennt er alle. Ah, der Hand brennt. Jetzt fängt es zum Regen an, okay. Ah, Scheiße, jetzt schießt es voll. Ah, geh, Scheiße.